Guten Tag und schön, dass ihr nochmal da seid. Wir sind zurück hier bei Crusader Kings 2 mit dem guten König Udalrich Fukilo, der Weise. In der letzten Folge gab es einen, ja, eine, beziehungsweise wir haben versucht, jemanden festzunehmen und der ist geflohen, beziehungsweise ist, hat den Ruf an die Waffen quasi befohlen. Das heißt, wir versuchen erstmal diese Rebellion zu beenden. Und ansonsten haben wir auch einen Sohn bekommen, nämlich Prinz Sigbert von Kroatien. Mal schauen, wie er sich entwickeln wird. Er hat eine traditionelle Lehrzeit. Mal schauen. Ja, wir lassen mal weiterlaufen. Wir versuchen ja jetzt genug Einheiten hier rüber zu bringen, weil wir haben momentan hier nicht genug Leute da stehen. Warum haben die minus... Ah, weil er das noch alles kontrolliert. Was haben wir hier? Der Aufstieg der Hanse. Einige deutsche Kaufmannsgilden und Handelsstädte entlang der nördlichen Küsten Europas sind in Hamburg zusammengekommen, um die Hanse mit dem Segen von Prinzregent Helferich im Heiligen Römischen Reich zu errichten. Dieses lockere Bündnis freier Reichsstädte ist dem kontinuierlichen Wohlstand ihrer Mitglieder und der gegenseitigen Verteidigung der Kaufmänner gewidmet, die unter ihrer Fahne fahren. Ihr späteres und unausgesprochenes Ziel besteht natürlich darin, eines Tages den gesamten Handel entlang der Nord- und Ostsee zu dominieren. Das wird bestimmt einige verärgern. Ja, hier haben wir ihn, Prinzregent Helferich von der Hanse. Ja. Okay. Sehr, sehr interessante Entwicklung. Das wäre auch etwas für uns, dass wir vielleicht irgendwann eine Handelsrepublik innerhalb unseres Königreichs etablieren würden. Das ist relativ einfach gemacht. Man gibt eine Stadt, nee, beziehungsweise man gibt an einen Bürgermeister eine Grafschaft ab und dann gibt man ihm ein Herzogtum in dieser Reihenfolge und dann hat man eine Kaufmannsrepublik. Aber unser Charakter ist da eher nicht so der Fall, dass er das irgendwie anstreben würde. Das ist eher was für jemanden, der tatsächlich Geld haben möchte. Wir sind ja eher wohltätig. Klar könnte man das Geld dann investieren, aber ja, ich denke mal momentan eher weniger. Okay. Oh, der Papst ist gestorben. Jetzt ist er der neue Papst, ja, der Gegenpapst. Also für uns der richtige Papst, aber er ist ja nicht offiziell der Papst. Okay, was haben wir hier? Herzogin Ingeltrude von Kroatien hat Graf Waldemar von Zeng den Krieg erklärt, Herzogin Ingeltrude von Kroatien Krieg zur Aberkennung von Zeng. Okay. Ja, das ist unsere Verwandte. Oh, wir haben keine gute Meinung von ihr. Titelvorra, okay. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier nicht zu schnell runtertickt. Stimmt, die Herzogin Ingeltrud ist ja auch diejenige, die hier diese Fraktion hat. Sehr, sehr gefährlich. Und dass das gerade eine Verwandte ist, ist natürlich auch wieder nicht so toll. Wir könnten rein theoretisch ihr Geld anbieten. Das werden wir mal tun, um vielleicht sie davon zu überzeugen, dass sie die Fraktion da beendet. Wir könnten Bündnispartner reinrufen, aber das... Wir haben jetzt schon wieder zu wenig Einheiten. Das machen wir einfach mal schnell so. Genau. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Ich wollte das am Anfang jetzt hier nicht mit diesen Sachen machen, dass wir nicht auf einmal die ganzen Einheiten hier in Kroatien da mobilisieren, weil bis die da hinten sind, ist der Krieg schon vorbei. Wir könnten rein theoretisch stürmen, das werden wir aber nicht tun. Wenn wir das nämlich tun würden, dann würde unsere Einheit quasi komplett verbrennt werden. Verbrannt werden, das wäre nicht in unserem Interesse. Und schlimmstenfalls kriegen wir das nicht hin, das Ding zu belagern. Minus 58 ist auch minus 62. Meine Güte, das tickt ganz schön schnell runter.
Ja, der Abt, der Lügen über uns erzählt hat. Ein mittelloser Edelmann von einem ehemals verfeindeten Hof bittet um permanente Gastfreundschaft. Nein, das lehnen wir auf jeden Fall ab, das passt überhaupt nicht. Wir sind paranoid, schüchtern, nö. Vor allem noch von einem ehemals verfeindeten Hof. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Er darf bleiben, aber bloß für eine Nacht, ja. Der wird nicht längerfristig hier bleiben. Das kann er vergessen. Ja, wir haben ja den Anspruch auf das Herzogtum Kroatien. Rein theoretisch könnten wir ja die Herzogin von Kroatien entmachten, wenn wir das wollten. Wäre eventuell eine Möglichkeit. Okay, wir haben jetzt hier 100%. Sehr schön. Das heißt, diese Revolte haben wir jetzt beendet. Wir sind ein gerechter König. Das heißt, er bleibt erstmal im Gefängnis und eventuell werden wir ihn dann irgendwann von unserem Reich verbannen. Also ihn dann wahrscheinlich irgendwo hinbringen. Also quasi, man kann sie ja aus dem Reich verweisen. Aber wir behalten ihn erstmal jetzt in unserem Gefängnis, weil da wissen wir, wo er ist und da können wir das besser kontrollieren. Okay, ja, was machen wir? Können wir das überhaupt? Können wir den Titel entziehen? Nee, der Rat ist dagegen. Obwohl das eigentlich möglich wäre. Wer stimmt denn dagegen? Okay, erstmal alle. Steht auch dabei, warum? Nee, wir haben auf jeden Fall einen Posten noch frei. Welcher Posten ist denn frei geworden? Ach, der Hof... Ja, natürlich, der Hofkaplan. Das war ja der Hofkaplan, ja. Dann nehmen wir hier Erzbischof Kaspar von Mainz. Ist sogar ein mächtiger Vasall. Da können wir ihn eventuell auf unsere Seite bringen. Wir haben eine positive Meinung. Er geht mal in Salzburg den Papst beeinflussen. Also nicht den Originalpapst, sondern unseren Papst, den Gegenpapst im Heiligen Römischen Reich. Ja... Also das können wir auf jeden Fall nicht. Die sind alle dagegen. Steht aber auch nicht dabei, warum. Achso, okay. Ja, da müssen wir erstmal wahrscheinlich warten, weil die momentan im Krieg ist. Aber okay. Weil damit würden wir auf jeden Fall jemanden, der gegen uns operiert, erstmal die Macht wegnehmen. Auch wenn es jemand ist, der mit uns verwandt ist, aber es bringt ja nichts, wenn wir ihr nicht vertrauen können. Und das können wir hier offensichtlich nicht. Okay, wir werden mal unser... Ah, okay, wahrscheinlich, weil die Einheiten noch da sind. Vielleicht geht's jetzt. Gehen wir mal hier... So. Nee, geht immer noch nicht. Okay. Naja. Sehr schön. Die Beziehungen wurden hier zum Papst verbessert. Oder ist noch ein ganz junger Papst. Ja, der hat auch den Anspruch hier auf den Kirchenstaat. Könnte man natürlich versuchen durchzusetzen. Ob unser König jetzt kriegerisch ist, weiß ich nicht. Kann ich jetzt noch nicht so wirklich beurteilen. Ich habe ja gesagt, mit einem Anspruch für unsere Verwandten, da kann ich mir es vorstellen. Aber der ist jetzt weder wirklich offensiv oder defensiv. Von der momentanen Herangehensweise. Vater, Vater, ruft euch Siegbert und zieht an eurem Arm mit der Bitte, mit ihm zu spielen. Völlig unwissend von all der wichtigen Arbeit, in der ich mich gerade befinde. Manchmal kann dieses Kind wirklich unerträglich sein. Wir haben zwei Möglichkeiten. Was möchtest du, Siegbert, oder nicht jetzt, Kind? Wir sind gerecht, wir sind gemäßig, wohltätig, paranoid und schüchtern. Ja, aber ich denke, um unseren Sohn werden wir uns kümmern. Was möchtest du, Siegbert? Also hat sich da jetzt was geändert? Nö. Ist leider nichts draus passiert. Was ist jetzt passiert? Der Berater ist weg. Wir waren der Berater. Wir könnten Ingeltrude als Beraterin, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir können sie nicht leiden und sie versucht eindeutig gegen uns zu operieren. Hier haben wir nur eine minimale negative Meinung.
Er ist gütig, tapfer, geduldig, zufrieden, ungehobelt. Dann denke ich, werden wir ihn hier nehmen, solange hier kein anderer Verwandter irgendwie möglich ist. Nee, ist es nicht. Okay, dann würde ich halt eben wirklich Phukassin, Herzog von Hum, nehmen. Ist ein mächtiger Vasall und der scheint eigentlich ein ganz netter Typ zu sein, wo wir uns erstmal keine Sorgen zu machen brauchen, weil der ja auch, wie gesagt, gütig, geduldig und zufrieden ist. Okay. Ja, da haben wir erstmal keine Ansprüche, die wir irgendwie durchsetzen könnten. Wir können den König, also den Kaiser momentan nicht leiden, weil er Vasallen Titel entzogen hat. Gut, die minus 40, nee, dann wir rechnen ja die minus 40 raus. Wir wollen ja gar kein Rat drin sein. Wir kümmern uns eher um unser Königreich. Das wäre sonst noch vielleicht interessant, sich da irgendwelchen Fraktionen vielleicht anzuschließen. Aber das lassen wir momentan. So, er wird uns wahrscheinlich wieder einladen. Genau, das lehnen wir ab. Das tun wir nicht. Titel kann nicht das Ziel oder die Rechtfertigung für einen laufenden Krieg sein. Ah, okay. Sie hat gerade hier einen Krieg, wo jemand versucht, ihr das abzunehmen oder so. Ja gut, der Krieg ist ja hier bald vorbei. Dann schauen wir mal, ob das das Problem ist. Ich müsste das ja eigentlich jetzt beenden. Wir könnten ja auch versuchen, dass wir versuchen, den Reichsfrieden durchzusetzen. Okay, was ist jetzt hier passiert? Herzogin Ingeltrud von Kroatien hat den Titel Grafschaft Zeng von Waldemar von Hohenstauf übernommen. Ja, das war ja dieser Krieg. Ja, genau, wir könnten den Reichsfrieden durchsetzen. Damit hätten wir den Krieg eigentlich beendet. Sie wird jetzt immer mächtiger, weil sie jetzt noch einen Titel dazu bekommen hat. Ja. So können wir jetzt ihr den Titel abnehmen. Ja, jetzt könnten wir das. Okay. Wir müssen aber den Rat auf unsere Seite bringen. Wir haben auf jeden Fall Interesse daran, ihr den Titel abzunehmen. Wir könnten es auch einfach so machen, aber ich denke, als paranoider Mensch und auch gerechter Mensch versuchen wir zumindest unseren Rat auf die Seite zu bringen. Das heißt, wir müssen die erstmal davon überzeugen. Rat um Unterstützung bitten, sagt sie nein. Wir könnten ihr ein Geschenk senden. Das werden wir mal machen. Und dann dürfte sie normalerweise zustimmen. Genau. Das werden wir erstmal so machen, weil, wie gesagt, das ist eine sehr gefährliche Person. Und wir haben keinerlei Interesse daran, dass jetzt ja, sie da versucht, diesen Anspruch durchzusetzen. Ach, schaut mal, da haben wir die drei schon mal auf unserer Seite. Jetzt fragen wir ihn noch. Er ist auch dafür. Okay, da haben wir vier. Das heißt, das müsste jetzt normalerweise durchgehen. Okay. Ja, sie hat schon einige Einheiten. Was natürlich. Ach, die sind immer noch. Achso, wir müssen wahrscheinlich erstmal ein bisschen weiterlaufen lassen. Damit die Zustimmung auch. Genau, hier. Das meinte ich. Wir kriegen jetzt auch die offizielle Unterstützung. Genau. Wahrscheinlich wäre es gar nicht mal nötig gewesen, unsere Ehefrau da mit einzubeziehen, aber das haben wir jetzt getan. So, Titel entziehen und dann können wir das tun. Genau. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal hier Krieg. Wir pausieren und werden direkt mal unsere Mutter mit reinrufen, die ja auch eine sehr starke Herzogin ist. Auf sie können wir uns auf jeden Fall verlassen. Und dann werden wir unsere Einheiten hier ausheben. Hier hinten ist natürlich gefährlich. So, die versuchen wir jetzt da irgendwie. Ne, da laufen die da so rum. Okay. Wir werden jedenfalls versuchen, mal hier rüber zu laufen. Dann dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Okay. Wir lassen mal weiterlaufen.
Hier oben brauchen wir uns erstmal nicht drum zu sorgen, sondern wir schauen erstmal, dass wir die hier irgendwie da rumbringen. Genau, sie unterstützt uns jetzt auch. Ja, und die hat natürlich einiges an Truppen. So, wir pausieren mal kurz. Da sind noch Einheiten, die können wir schon mal zusammenfassen. Wow, wir haben echt keine guten Kämpfer. Werden wir selber kämpfen? Ah, paranoid, also ich weiß nicht, ob wir jetzt selber kämpfen würden. Wir lassen das erstmal. Keine persönliche Konfrontation. Wir sind kein Feigling, aber wir sind jetzt mal nicht auf direkte Konfrontation aus. Also, dass wir da jetzt erstmal kämpfen müssen. Wir haben ja unsere Männer, denen wir hoffentlich vertrauen können. Die werden das schon irgendwie hinbekommen. So, die laufen uns hinterher. Okay, irgendjemand hat eine Grafschaft übernommen. Wahrscheinlich der Kaiser. So, die Einheiten sind bald hier angekommen. Ja. Das heißt, die bringen wir jetzt erstmal da rüber. Ich würde aber am liebsten hier so rüberlaufen. Genau. So, und die Einheiten bewegen sich jetzt mal hier runter. Da müssen wir schauen, ob wir den Titel eher in unseren Händen behalten werden oder ob wir quasi jemandem Loyales diesen Titel geben. Krisimirs Gerechtigkeit hat einem Provinz profitiert, die Zahl der Untaten ist gesunken und die Beschwerden haben einen historischen Tief erreicht. Die Bauern sind glücklich wie nie zuvor. Oh, schaut mal. Ja, vielleicht geben wir das unserem Onkel. Dem könnten wir das geben. Das höre ich nur zu gerne. Ja. Ist ja auch unser Kämmerer, von daher wäre das an sich erstmal nicht verkehrt. Design. Oh. Unsere Mutter ist verstorben. Eieiei, das kam jetzt unerwartet. Sie starb an großem Stress. Ja, wir pausieren mal kurz. Die Lehrzeit von Klein Peter im Bereich der Intrige ist abgeschlossen und das mit ausgezeichneten Resultaten. Wer ist das denn? Peter von Fukova. Wir können ihm vertrauen anscheinend. Oh, der ist sehr, sehr fähig. Okay. Werden wir uns mal bald anschauen. Ja, unsere Mutter ist jetzt auch verstorben. Das heißt, unsere einzigste Bündnispartnerin ist jetzt damit ebenfalls nicht mehr auf dieser Erde. Sehr, sehr schade. Am 2. November, im Alter von 64, ist ein bisschen älter geworden als unser Vater. Und damit sind wir jetzt auch Herzog von Franken. Ja, wir haben jetzt einige Herzogtitel. Damit dürften wir auch in der Hierarchie in unserem Kaiserreich wesentlich weiter oben stehen. Schaut mal, wir haben jetzt 7000 Truppen. Herzogtum Franken, Saarbrücken, Rhein. Ja. Und wir können hier noch was erschaffen. Wir könnten das Königreich Franken erschaffen. Ja. Wir könnten das erschaffen, rein theoretisch. Wir könnten das Königreich Franken erschaffen und es dann umbenennen in Saarbrücken, weil es vom Territorium eben eher hier in dem Bereich liegt. Man sieht es leider nicht, aber ja. Wäre das in unserem Interesse? Oh, schaut mal, wir haben hier eine Baronie in Dürkheim. Die könnte man jemanden abgeben und dann eben ein Herzogtum quasi. Wo ist denn Dürkheim bitte? Ah, hier. Okay, nee, das macht wenig Sinn. Dann wäre es eher interessant, hier in dem Bereich das zu machen. An der Küste. Aber auch hier in Kroatien wäre das rein theoretisch möglich.
Wir werden mal diese Einheiten zusammenlegen und werden schauen, dass wir in der nächsten Folge diese Rebellion oder diesen Krieg zu beenden. Und dann schauen wir mal weiter, was wir da vorhaben und was für Gedanken der gute Udalrich Fukilo hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Kumpas Bambuso.